Wir sprechen heute über das Cadea Vera Produkt, das Hyaluron Power Serum. Und ich mag Hyaluron Serum, seit ich von Marek Weiß, kennt ihr wahrscheinlich noch, Dirty Beauty Talk, dass wir nicht notgedrungen für Hyaluron Produkte so viel Geld ausgeben müssen, schiele ich natürlich immer so ein bisschen zu Produkten, die dann rauskommen. Sie dürfen halt in meiner Welt nicht fettig sein, aber es macht ja bei Hyaluron jetzt nicht wirklich einen Sinn. Das ist ja meistens immer auf Feuchtigkeit konzipiert, was ganz gut ist. Wir haben hier 8-fach Hyaluron drin. Also das Marketing ist wieder... Also es machen auch andere. Balea ist ein bisschen milder geworden. Isana ist da in der Hinsicht, oder Rossmann ist da in der Hinsicht auch manchmal so ein bisschen übertrieben. Aber Cadea Vera, die greifen richtig in die Vollen. Die Inhaltsstoffe sind aber trotzdem richtig gut. Auch wenn wir hier kein 8-fach Hyaluron erwarten können, gibt es hier Glycerin an zweiter Stelle. Ist ein tolles Feuchthaltemittel. Wir haben Urea, wir haben Niacinamid. Es ist aber beduftet. Und Squalan haben wir auch. Und ich finde Squalan richtig gut. Wenn ich es nicht vergesse, dann werde ich euch das Squalan-Video, was ich mal gemacht habe, unter das i legen. Da findet ihr übrigens auch die Playlist von der Review-Woche. Ich habe wieder eine angelegt. Falls du das nicht zeitgleich guckst, kannst du die anderen Produkte dir vielleicht auch mal angucken. Vielleicht ist da was dabei. Du findest die Playlist wie immer unter dem i. Wir haben hier kein Alkohol, was natürlich richtig gut ist. Denn wenn jemand fettige Haut hat und dann noch was mit Alkohol aufs Gesicht aufträgt, dann wird es schwierig. Bei jemand mit fettiger Haut ist natürlich mit einem Sonnenschutz, da verwendet man gerne Sonnenschutz mit denaturiertem Alkohol beispielsweise, weil sich das halt einfacher auftragen lässt. Und Sonnenschutz, wie wir ja wissen, ist meistens ein bisschen schwierig. Außer der von Colibri, der funktioniert jetzt bei mir richtig gut, lustigerweise. Und der ist für mich auch so ein Anhaltspunkt, Serien zu testen unter dem Sonnenschutz, wie sich das so verhält. Und das funktioniert einwandfrei. Ich nehme 2 bis 3 Pumpstöße. Wir haben hier so ein milchiges Serum. Es ist aber total fein und leicht und lässt sich unwahrscheinlich leicht einarbeiten. Sorry, ich darf nicht zu schnell reden. Es lässt sich super gut einarbeiten, was toll ist. Aber der Duft stört mich schon. Es ist zwar nur mild parfümiert, aber ihr müsst immer so ein bisschen gucken, in den Inhaltsstoffen, wo taucht das Parfüm auf? Also es ist so ein Sammelbegriff für mehrere Duftstoffe. Mild parfümiert heißt beispielsweise auch nicht, dass du eventuell nicht doch auch auf das Produkt reagieren wirst. Ich riech's. Und ich riech's jetzt schon seit einigen Anwendungen. Also es ist schon einiges raus. Man gewöhnt sich an alles, das ist klar. Aber mir sind inzwischen Serien lieber, die halt gar nicht beduftet sind. Und der Duft ist hier halt auch irgendwie so ganz komisch gewählt. Normalerweise ist Duft auch immer so ein bisschen Marketing, dass du da so einen frischen, fancy Duft einarbeiten, dass du da dieses Gefühl hast von, jetzt hast du dir einen Wasserfall auf dem Gesicht aufgetragen. Nee, es ist eher so ein parfümähnlicher Duft, den ich dann auch eine ganze Zeit lang noch in der Nase habe, der mir halt auch gar nicht gefällt. Man muss an der Stelle aber sagen, durch das, dass ich halt darauf achte, so wenig wie möglich mild parfümierte Produkte zu verwenden, also ich tendiere immer mehr zu denen, die halt nach gar nichts riechen, weil das halt mir nichts bringt, nehme ich sowas halt umso mehr wahr. Sprechen wir mal über das Fläschchen. Das liebe ich ja schon beim Vitamin C Serum. Es macht halt echt was her. Nimmt auch nicht so viel Platz weg in eurem Schrank oder was, wo ihr auch immer eure Skincare aufbewahrt. Diese quadratischen Sachen sind echt immer so eine richtig tolle Sache. Und ich finde, es sieht auch richtig hochwertig aus mit dem Pumperchen. Das hat mir, wie schon erwähnt, beim Vitamin C Serum richtig gut gefallen. Und ich finde, auch aus dem Pumper kommt immer die richtige Menge raus. Aber lasst euch da nicht täuschen, ne? Also Glas ist nicht unbedingt besser als Plastik in der Hinsicht. Denn wenn du Glas nicht weiterverwendest, also einen Recycling-Kreislauf hast, dann spielt es einfach gar keine Rolle. Und wir haben hier halt blau eingefärbtes Glas.
ich wüsste jetzt noch nicht mal, ich würde es ganz normal in einen gelben Sack schmeißen. Denn Glascontainer gibt es in Blau nicht. Ich glaube, Blau kann man in Grün reinwerfen. Nagelt mich nicht fest, aber ich glaube, so ist es. Ja, ich glaube, so ist es. Wie gesagt, also es ist nicht hochwertiger, bloß weil das jetzt in Glas ist. Aber dennoch ist es ein richtig guter Spender. Und ich habe mit dem Vitamin C Serum einfach auch schon gar keine Probleme gehabt. Da habe ich ja schon ein Fläschchen leer gemacht. Und ich finde es einfach schön. Mir gefällt das. Ich finde das toll. Das auch nicht. Es kommt so ein bisschen minimalistischer daher. Wenn jetzt noch dieses Marketing, dieses Übertriebene wegfallen würde. Denn das, was da drauf steht, kann das Serum nicht wirklich leisten. Und auf der Homepage steht dann auch so: Glättet eure Haut und ihr seht gleich viel frischer aus und so weiter. Hyaluronsäure wirkt immer so lange, wie du sie anwendest, und da kann man einfach nicht zu viel erwarten. Ne? Also, dennoch ist es trotzdem ein richtig gutes Produkt mit Squalan, Urea etc. Das habe ich ja schon gesagt. Und ich würde fast auch sagen, ich würde mir überlegen, das nachzukaufen, wenn der durftig wäre. Ich denke, dass da Müller noch dazulernen wird, weil es war jetzt einige Zeit so, dass du die Müller-Produkte wirklich vergessen kannst. Und Müller versucht halt jetzt mit der Eigenmarke Cadea Vera ein bisschen nachzuziehen, und die werden sehr schnell merken, dass unbeduftete Sachen noch besser ankommen. Und dann kann man sich die Sachen durchweg auch kaufen. Kann man jetzt schon. Aber mein Wunsch wäre, wenn da der Duft rausfällt, das wäre richtig toll. Das machen die Hersteller ja nicht, um irgendwie einen Benefit für deine Haut zu haben, sondern um eben den Eigengeruch beispielsweise vom Produkt zu überdecken. Und mich stört das halt gar nicht. Aber es ist halt auch für Menschen, die jetzt von den Duftstoffen wegkommen, schwierig, wenn so ein Produkt dann komisch riecht. Ich merke das auch manchmal, manche Produkte, manche riechen halt ein bisschen komisch. Und die will man dann nicht so wirklich verschrecken. Also packt mal eben einen Duftstoff rein, der eben den Eigengeruch von den Inhaltsstoffen überdeckt. Was anderes sind Duftstoffe in Produkten nicht, ne? Also soweit kennen wir uns schon aus. Aber dennoch würde ich sagen, ich würde es mir eventuell nachkaufen, denn ich finde es ein richtig, richtig schönes Produkt. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass es das Catrice Hyaluron ersetzt, denn das performt auf meiner Haut besser als das Catrice Hyaluron. Da habe ich halt immer so ein leichtes Peeling, wenn ich irgendwie Sonnencreme auftrage. Das harmoniert einfach nicht so hundertprozentig, und das tut das schon ein bisschen mehr. Und ich finde so diese Feuchtigkeitsgeschichte gar nicht mal so übel. Also es fühlt sich auf meiner Haut richtig gut an. Ich muss dazu sagen, es ist vielleicht nichts für trockene Haut, ne? Aber es ist ein Serum. Also von dem her, nach einem Serum trägt man meistens noch irgendwie eine Creme auf oder einen Sonnenschutz oder irgendwie ein paar Tröpfchen Öl oder so. Von dem her, wenn du eher eine trockenere Haut hast, musst du halt noch tatsächlich irgendwie einen Zwischenschritt machen. Weil sonst, also ich habe schon immer das Gefühl, dass das schon so ein bisschen eher spannt bei mir auf der Haut. Aber ich mache auch gerade eine Creme leer von Balea, die eben auch so mehr in die Feuchtigkeitsrichtung geht. Und je älter ich werde, merke ich halt einfach, desto mehr Pflege brauche ich. Da reicht mir einfach nur Feuchtigkeit nicht aus. Ich habe Mischhaut, ich bin 44, vielleicht sind das so Anhaltspunkte. Wenn du schon mit dem Produkt Erfahrungen gemacht hast, schreib das bitte unten in die Kommentare. Das hilft den Zuschauern unwahrscheinlich, auch wenn du andere Erfahrungen gemacht hast, pack das da unten rein. Weil so kann man so ein bisschen abwägen: Kaufe ich mir das Produkt oder kaufe ich mir das Produkt nicht? Aber ergänz vielleicht, was für ein Hauttyp du bist, wie alt du ungefähr bist, und dann kann man so ein bisschen abschätzen. Ne? Ich melde mich an der Stelle wieder ab. Ich sage danke fürs Einschalten. Du schaltest morgen wieder ein zum nächsten Video. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.